Ja, da sind wir ja wieder zurück hier. Wir wollten jetzt mal gucken, ob wir den Buschi kriegen. Wir wollten jetzt eh erstmal hier noch ein bisschen hier erkunden. Hier haben wir jetzt bereits schon alles gesehen. Wir teleportieren uns jetzt mal nach da und erkunden mal das Gebiet hier. Ich möchte mal ein bisschen noch erforschen jetzt noch, weil das alles andere läuft ja jetzt. Da brauchen wir uns jetzt nämlich keine Sorgen mehr machen. Jetzt können wir uns ganz auf uns konzentrieren und hier uns mal die Welt hier noch ein bisschen anschauen. Wie zum Beispiel den Nightwing hier oben, den haben wir ja auch noch nicht. Den hole ich mir jetzt aber auch unten. Oh, das war jetzt blöde. Na, oder auch nicht. Da kommen wir jetzt eh gleich runter. Können wir den hier einfangen? Ja, daneben. Auch runter, wo ist denn der jetzt hier? Bleib mal stehen da. Jawohl. Sehr schönen Hammer. Oh, guck mal hier, Dino. Oh, Windschneider, das ist auch mal schick. Die haben wir hier noch gar nicht. Machen wir mal eine Powerbombe, vielleicht hilft das hier. Oh, okay, hui. Windschneider. Oh, Gottes Willen, okay. Oh, die sind ganz schön stark, du. Mal kurz unser ganzes Leben weggebombt hier. Sag mal. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal weiter. Die haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Stück gecatcht. Jawohl, wir fliegen jetzt hier einfach mal hier entlang, hier mal mitten hier rein. Oder waren wir da schon? Ja, hier waren wir bereits schon. Wir müssen nach da. Oh, sind wir hier gelandet? Oh, hier gibt es wieder. Ah, das ist hier. Level 13 Boss. Ja, ich glaube, den schnappen wir uns, oder? Den holen wir uns, den Boss. Nehmen wir wieder unser. Ja, jetzt ist gut, nehmen wir den hier. Den Boss holen wir uns auf jeden Fall. Jetzt gehen wir in den Dungeon rein. Mal gucken, ob wir das hier wird. Ob das hier was wird. Ja, ich will eigentlich nur zum Boss. Aber mal gucken, was hier noch so rumläuft. Oh, schau mal einer an. Das Pet hat mir noch gar nicht einen Futtler. Oh, den Futtler hatten wir hier noch gar nicht. Ist ja auch nicht schlecht. Schick. Haben wir hier ein neues Paar gefunden. So, jetzt ist die Frage, wo ist jetzt hier der Boss? Da drüben ist es nicht. Ich glaube immer geradeaus war der. Wir gucken einfach. Und dann müsst ihr übers Wasser gehen. Jawohl, übers Wasser, wir sind richtig. Ein bisschen schneller schwimmen hier. Ja, immer bei dem Baum, was ihr hier seht, ist auch der Boss. Aha, das sind die hier. Da sind wir natürlich hier mit der Bronzschere dann richtig. Müssen wir wieder aufpassen hier. Nicht, dass wir hier wieder gekillt werden. So. Wir müssen mal gucken, ob wir die vielleicht hier nicht auch so kriegen. Da könnte schwer werden, aber wir können es ja mal probieren. Oh, na dann. Ha, hat sich schon erledigt. Den Boss haben wir leider schon gekillt aus Versehen. Schade war's. Schön wäre es gewesen. Naja, gut. War die Bronzschere ein bisschen zu stark. Dafür haben wir zwei Truhen. Die gibt es immer. Also immer, wenn ihr hier in den Dungeons reingeht, habt ihr zwei Truhen zur Verfügung. Ja, schön war's. Gelacht haben wir. Dann erkunden wir halt mal weiter hier die Welt. So, wir wollten weiter nach hier rüber. Da ist ein Ei. Und euch habe ich, glaube ich, auch schon komplett. Dann können wir direkt weiter. Jawohl, wir gehen jetzt hier einfach mal eine. Oh, da ist wieder Nightwing. Den holen wir uns auch noch. Gucken, ob wir den hier so packen können. Jawohl.
Der bleibt halt nicht hier drin, ist halt das Problem. Ja. Jawohl, der bleibt. Brauchen wir auch nur noch zwei Stück von denen und eine Limpfung, eine Limpfungsstatue. Die nehmen wir uns auf jeden Fall safe mit. So. Und dann weiter geht die Tour. Tanzi haben wir alle komplett. Oh, was haben wir denn? Ah, die da hinten, die haben wir hier auch noch nicht alle. Ein Windschneider. Egal, die kann man ein bisschen mit Schaden jetzt mal zufügen, dann fangen die sich leichter. Zack. 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 Und zack. So, da haben wir dann hier auch die hier. Ist das im Wasser? Fox Park, die haben wir auch noch nicht ganz. Holen wir uns auch jetzt hier. Zack. Den letzten. Ah, ein Ei wollten wir hier schon übersehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier gelandet. Was das ist, weiß ich nicht. Wir wollen jetzt aber erstmal hier das Gebiet hier erkunden. Deswegen fliegen wir hier einfach mal hier außen rum ein bisschen. Und gucken mal, was es hier so Schönes gibt. Eine Megasphäre, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Gebiet da hinten würde mich auch mal interessieren, aber ich glaube, ich weiß, was das ist. Das, meine Freunde, ist kein Gebiet aktuell noch für uns. Deswegen, wir belassen es jetzt einfach mal, dass wir hier mal ein bisschen außen rum fliegen und gucken, was hier so Schönes gibt. Und was man denn hier machen kann. Rip. Au Schwefel, das ist hier. Schwefel, das können wir jetzt auch mal einfach mal testen, abbauen hier. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Man weiß ja nie, für was man das mal gebrauchen könnte. Schwefel kann man immer gebrauchen für irgendwas. Ja, genau, Waffenbruch. Das hat uns natürlich jetzt gerade noch gefehlt, gerade wo wir jetzt unterwegs sind. Kommt hier der Waffenbruch. Egal, es klappt ja trotzdem im Abbau. Aber weiter geht's. Eine Limfuk-Statue, die holen wir uns auf jeden Fall. Was ist denn hier oben eigentlich? Jetzt will ich nur mal ganz kurz mal spiegeln. Eine Truhe gibt's da, die holen wir uns auch. Jetzt holen wir uns erstmal die Statue, weil die sammeln wir ja ganz dringend. Die sammeln wir ja hier ganz dringend. So, eieiei. Und jetzt können wir mal gucken, was da hinten eigentlich ist. Die Truhe war da auf jeden Fall. Und da gibt es nochmal Schwefel. Gehen wir mal kurz eine Etage höher. Ein Obsidiankrater sind wir hier. Okay. Vielleicht können wir ja da hochfliegen. Oh shit, hier ist Hitze. Ja, keine gute Idee. Lassen wir mal. Müssen wir machen mit der Hitze beständigen Metallrüstung da. Okay, dann endet unsere Reise wahrscheinlich jetzt genau hier. Kann mir nicht, wollen wir nicht mal ein bisschen rüberspiegeln? Rüberspiegeln, rüberspiegeln, rüberspiegeln. Oh, wir haben eine Statue gefunden. Jawohl. Und weiter geht's, nochmal eine Etage höher.
Vielleicht können wir mal so Just of mal gucken, was es hier so mit auf sich hat. Hier ist wieder die blöde Hitze. Mann. Ich wollte doch nur mal kurz gucken, was es hier alles gibt. Sollen wir uns eh gleich nochmal hier zwischenlanden. Es scheint ja auch ein Riesengebiet zu sein. Was ist da unten los? Boah! Da ist ein mega fettes Ei. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und da unten ist noch mal eins. Ich sehe eins, ich sehe eins, ich sehe eins. Da hinten ist noch eins. Das lasse ich mir auf jeden Fall jetzt nicht entgehen, das Ei. Hopsa. Jetzt sind wir etwas unsanft gelandet hier. Hier ist noch ein Ei, das lasse ich mir nicht entgehen. So, okay. Jetzt wollen wir mal hier gucken. Also hier ist auf jeden Fall gerade. Da können wir nicht hin. Pech gehabt. Dann müssen wir eben jetzt hier wieder zurück. Ja, vielleicht werden wir das schwarze Ding da jetzt gerade mal los von der Karte noch. Ein Flatsch. Ja, das hier wird dann auf jeden Fall dann so wohl sein. Ja, genau, jetzt werden wir hier das schwarze Teil los, das ist auch schön. Dann werden wir das hier sicherlich dann auch gut rumbekommen. Ah, was ist denn das? Ein Re-Bunny habe ich, lustig. Kann man die auch fangen? Stehen bleiben und stehen bleiben. Und einmal eine Truhe gibt es sogar auch noch vor uns. Wie schön. Haben wir die schon? Oh, ein neues Pal haben wir gefangen. No, das war daneben getroffen. Jetzt aber nicht mehr. Und eine Limfuk-Statue ist ja mal mega. Schon wieder eine. Mensch, die haben uns ganz schön lieb hier, die Statuen. Sehr genial, wenn die hier mal alles so auftauchen, hier vor der Nase. Okay. Auf jeden Fall, ich sehe hier noch ein Ei, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, hier. Die haben wir zum Glück auch alle. Hier ist ein Ei. Das nehme ich mal mit. So, jetzt haben wir die Map hier auch erfolgreich erkundet, soweit es geht. Ja, soweit es geht, sind wir hier. Ich glaube, wir sind hier durch, ne? Ich hätte gesagt, wir sind jetzt hier durch. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr, was wir hier noch einfangen, machen oder tun können. Außer hier halt noch schön am See noch chillen, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen was sehen von der. Oh, nochmal eine Truhe. Nochmal ein bisschen was sehen von der Welt. So, eine Truhe. Vielleicht finden wir hier irgendwo nochmal eine Nymphenstatue. Vielleicht hat sich ja hier nochmal irgendwo eine versteckt. Ah, Kativa. Nee. Meine Lieben, wir sind hier fertig. Das ist gerade der richtige Flussmündung. Wir schweben jetzt hier geradeaus, erkunden mal das Gebiet hier vorne. Vielleicht treffen wir da auf was Neues. Weil dann hätten wir das Ganze nämlich hier auch mal geschafft. So, aber erstmal unsere Punkte jetzt verteilen. Jetzt mache ich erstmal mehr Ausdauer. Das habe ich eh schon vorgehabt. Und wir haben jetzt hier 6 Punkte, meine Lieben. Schon wieder 6 Punkte können wir jetzt verteilen. Luxuriöse Quelle war stand vorhin dran, auf jeden Fall.
Und dann war es das auch schon wieder. Ein Steintor brauche ich nicht, ein komfortables Bett. Eine Splittergranate. Na, weiß nicht, das Uhrenset. Eine Splittergranate brauche ich nicht, Tretmine auch nicht. Vielleicht dann das noch. Eine Deckenlampe vielleicht für später noch. Und dann war es das. Wir wollen ja auch ein bisschen Einrichtung nachher haben. Ah, ja, ich habe hier was gefunden, was wir noch brauchen. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit hier. 7, also das wäre Nummer 8 gewesen. Das ist dann hier die Nummer 9. So, super. So, dann gehen wir mal jetzt hier mal rüber. Bin so gespannt, was uns jetzt hier erwartet, was das jetzt hier für ein Gebiet ist. Oh, eine Palsfähre nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Nochmal eine Palsfähre nehmen wir auch nochmal mit. Sag mal, wie viele Palsfähren hat es denn hier eigentlich? So. Und eine Truhe, die nehme ich auch noch mit. So. So, bei uns Inventar wieder randvoll. Wo sind wir denn? Ja, jetzt sind wir hier, da waren wir ja schon. Müssen wir mal eine Etage höher fliegen. Hier gibt es nichts. Au, oh, was ist denn das? Oh, die sind zu zweit. Hier gibt es noch etwas. Die versuchen wir gleich mal zu catchen. Puh, die sind aber, ja gut, die sind halt, naja, 16. Ich hoffe, die machen uns nichts. Zumindest mal. Ah ja, der macht uns nichts. Okay, und der andere hier, den muss ich kurz ein bisschen anstupseln hier. Na, bevor der uns hier umbringt noch. Müssen wir noch ein bisschen hier beschädigen. Autsch. Wir brauchen dringend mal ein stärkeres Schild. Ja, sag mal. Oha. Ah, da oben ist noch eine Limfuk-Statue. Okay, den Relaxus, den haben wir jetzt gefangen. Super. Und hier oben ist noch eine Statue, die nehme ich mit. So. Wunderbar. Was waren das für Ausrufezeichen? Hier hinten waren noch zwei Ausrufezeichen. Ich habe da zwar welche gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, was das war. Okay, hier war anscheinend jetzt nichts. Aber ich sehe auf meiner Map, hier oben gibt es auf jeden Fall einen Respawn-Punkt. Da sind wir schon ganz nah dran. Au, oh, guck mal, au, hier gibt es eine Fänglupe. 25, die können wir uns theoretisch auch fangen. Da weiß ich auch schon, glaube ich, wie ich das mache. Jetzt holen wir uns erstmal den Spawnpunkt hier oben. Weiß gar nicht, wo der ist. Ja, genau so geht es auch am schnellsten. Müssen wir halt eine Runde außen rum. Was ist da? Au, oh, guck mal, hier dreimal Rebunny. Zack. Muss man die anderen hier beschießen. Oh, jetzt sind wieder zwei Relaxus. Ist nichts hier. Zack. 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 Also, was willst du jetzt hier noch? Ja, die sind, man merkt, die sind ja eindeutig schon stärker. Man braucht ja schon Metallrüstung oder sowas. Bevor man hier dann attackiert wird und hier umgebracht wird. Hier vor allem, wenn sie alle drei schießen. Ja, genau, wir gehen mal schnell weg. Am besten irgendwo hin. Irgendwo in Sicherheit. Am besten, wenn die hier, bevor die hier hochkommen, jetzt eine Etage höher. So, ja, hier unten ist der Aktivierungspunkt da, Activation Point.
Ich fliege jetzt halt mal oben rum lang, weil sonst kommen die Rebunnies. Wir holen uns mal ganz kurz hier mal den Activation Point schnell. Falls wir hier sterben, dass wir hier auf jeden Fall abgesehen. Vielleicht kriegen wir den noch schnell so. Ja, okay, der ist tot. So geht es natürlich auch. Und bei uns ist die Rüstung beschädigt. Das ist schon mal ganz blöd. Ja. Also den hier haben wir auf jeden Fall erwischt. Ich denke mal, zu der Fanglupe geht es da unten irgendwo rein. Wir können mal gucken. Hier drüben gibt es noch eine Limfuk-Statue hier. Ja, hier gerade noch irgendwo zu sehen. Die holen wir uns auf jeden Fall noch kurz. Oh, der fällt mal motiv. Ein Rebunny, der, wenn wir eh gerade noch warten müssen. Wenn ich schlafe, ist natürlich das Beste zum Angreifen. So, die Limfuk-Statue war hier oben irgendwo im Busch. Jawohl, da haben wir sie schon. Die nehmen wir mal mit. So, und dann mal ganz kurz mal zum Eingang von der Fenglope. Die ist ganz, ganz, ganz da hinten, da wo das Feuer schon da ist. Ich kann euch natürlich nicht versprechen, dass wir die in irgendeiner Weise catchen können. Da unsere Rüstung beschädigt ist, müssen wir mal einfach mal gucken, ob wir das schaffen. Oh, eine Truhe, die nehme ich auch noch mit. Ich komme mich da ran. Jawohl. Ja, mega. Oh, da setzen wir uns gleich mal ein Zeichen auf der Karte, dass wir wissen, dass hier der Eingang ist von der Fenglope. Ein E und das machen wir ein Postzeichen. Und dann müssen wir auch schon gucken, wie wir es am besten jetzt hier machen. So, mal wegbeschwören. Ich sehe halt nichts jetzt. Wir müssen uns auf jeden Fall demnächst jetzt dann mal die Metallrüstung anfertigen. Da kommen wir nicht mehr drum rum vorbei. Hitzebeständige Metallrüstung und kältebeständige. Das heißt, dann können wir alle Gebiete erkunden und natürlich auch dann erforschen. Oh, ich sehe sie schon da liegen. Meine Lieben, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Deswegen, wir hauen die jetzt gleich mal um.